Hey Leute, hier ist Sean und willkommen bei der JL Show. Wie ihr wisst, bin ich Hobbyreporter und ich hatte gestern eine coole Reportage im Wild Kids. Das ist so eine riesige Halle, wo Kinder mit Hüpfburgen springen können und andere Spiele machen können und viel Spaß haben dort. Ja, die Reportage, die zeige ich euch jetzt. Viel Spaß damit und bitte vergesst nicht zu kommentieren, zu abonnieren. Ja, also wir sind hier bei Wild Kids, um ein bisschen hier Reportagen zu machen. Und wir werden auch ein bisschen eine Umfrage den Leuten stellen und ein Interview haben. Und ich habe dabei meinen Cousin und Mitarbeiter, Jonathan. Sag mal, Jonathan. Hallo. Also wir gehen jetzt in Wild Kids rein. Schauen wir mal. Hallo. Hallo. Jean-Luc. Wir wollten eine Reportage hier machen für meinen Channel. Das ist jetzt meine erste Reportage. Okay. Und ja, dann wollten wir halt, nachher wollten wir auch noch ein Interview mit Ihnen selbst machen. Okay. Und jetzt werden wir ein paar Sachen aufnehmen und zeigen also den Leuten auch, wie es hier drin ist. Also hier haben wir die Sehenswürdigkeiten. Wir haben zum Beispiel hier, kommt mal mit. Hier haben wir das Bubbleberg. Das ist so eine Hüpfburg mit einem riesen Berg drinnen. Und man kann hier drauf springen und auch drauf klettern. Und dann, wenn ich an den Seiten, dann wabbelt es. Ja? Und da fliegen die Leute hoch. Da könnt ihr es auch nochmal sehen. Und hier haben wir die Tische. Da ist es mehr so für kleinere Kinder. Und hier haben wir noch die Rutsche, Tigerrutsche. Da kann man halt runterrutschen. Und hier haben wir den Miniscooter. Ja, da hat man auch einen Miniscooter. Mit einem Euro kann man hier, glaube ich, 10 Minuten oder 15 Minuten auch damit rumfahren. Und hier sehen wir nochmal die Autos und die Fahrzeuge. Und hier ist die ganze Piste. Hier haben wir noch die Affenschaukel. Da hat man sehr viel Spaß als Kind damit. Wenn man drauf geht, dann kann man als kleine Schwierigkeit hier noch die Kreise drehen lassen. Und wenn die Kinder runterfallen, dann rollen sie und drehen sich die ganze Zeit. Okay. Okay, jetzt zeigen wir euch noch was Cooles. Den Teufelsrad. Das ist der da. Und jetzt werden wir euch zeigen, wie man mit diesem Teil spielt. Jonathan? Und hier haben wir noch das, was ihr sicher vom Kill Bill oder Hummel kennt, das Bungee-Trampolin. Hier werden kleine Kinder da oben angeschnallt, das geht ja runter. Dann der Mitarbeiter bringt sie hoch und dann können sie springen, bis sie irgendwann mal einen Salto machen können. Das macht echt Spaß für kleine Kinder. Hier haben wir noch was Cooles, die Softshoot Arena, oder? Softshoot Arena, genau. Und hier beschießen sie sich die Kinder und Erwachsenen mit Softbällen. Hier haben wir einen. Und jetzt haben wir noch was ganz Lustiges, die Schaukel. Und ja, die ist so hoch, da gibt es zwei davon. Jetzt werden wir euch zeigen, wie Jonathan damit schaukelt. Bitte, Jonathan. Du machst das gut, Jonathan. Einfach loslassen und runterspringen. Ich glaube, wir haben ein paar Schwierigkeiten. Wir kriegen ihn nicht mehr runter. Ja, hier gibt es noch eine Treppe. Da kann man hoch. Mein Hemd leuchtet. Das ist voll cool. Ja, seht ihr es? Und hier oben gibt es auch Plätze, wo man Geburtstage feiern kann. Hier gibt es auch grüne, rote und so Lichter. Ja.
Okay, hier haben wir noch ein Panorama über Wild Kids von oben. Diese Burg werden wir euch auch gleich noch von näher zeigen. Da gibt es hier einen Weg. Entweder rennen oder ja, mit so Boxsäcken. Ja, auch. Ja, mein Kameramann, der ist echt stark. Okay. Ja, hier sind noch ein paar Plätze zum Chillen. Und für Geburtstage feiern. Hier gibt es noch den letzten Weg. Und hier geht man noch runter. Hier haben wir noch die Kinderecke. Ja, mit den typischen Wellen, wo die kleinen Kinder reinspringen können und damit spielen können. Kleine Kinder. Und hier haben wir noch diese riesen Legos. Ja, und jetzt zeigen wir euch die große Elefantenburg. Da geht man hoch und dann ist hier eine Rutsche. Wir zeigen aber keine kleinen Kinder, weil das dürfen wir nicht, das ist verboten. Ja, aus Privacy-Gründen. Und hier zeigen wir noch einen kleinen Hinderniskurs für kleine Kinder. Und Jonathan wird es uns natürlich wieder vorführen. Nachher bekommt der Chicken Wings von mir. Hier gibt es auch einen Kiosk und da kann man Pommes und Schnitzel und alles mögliche essen für kleine Kinder. Das ist sicher toll und kostet ja aber auch was. Hier zeigen wir euch noch kurz die Panoramika. Das sagt man eigentlich nicht so. Vom Wild Kids. Kinder, die spielen. Erwachsene, die spielen. Erwachsene, die mit Kindern spielen. Und natürlich auch Jonathan, der hier sitzt. Jonathan, du hast heute Geburtstag? Nein! Dann setz dich woanders hin. Ja, meine Reportage hat heute Geburtstag. Also, da wollten wir noch die Chefin, Frau Fahler, fragen. Ja, wir wollten sie ein paar Fragen stellen. Seit wann gibt's Wild Kids eigentlich? Also das haben wir im Oktober 2009 haben wir das eröffnet. Genau, also seit Oktober sind wir da. Also relativ neu. Ja, das dritte Jahr jetzt. Wie groß ist das jetzt genauer? Es sind circa 1500, 1700 Quadratmeter. Ja. Kommen ja oft Leute, also wie viele Leute kommen ungefähr am Tag? Ja, ist halt unterschiedlich. Also die Wochenende sind klar stärker besucht. Ja. Und unter der Woche. Und es ist natürlich auch sehr wetterabhängig. Also umso schlechter das Wetter ist, umso besser ist es eigentlich für uns. Okay. Ja. Und freuen sich die Kinder natürlich? Ja. Die müsst ihr da eigentlich nur fragen. Ich glaube, denen macht Spaß hier. Dann, das wäre es eigentlich okay. Schon. Ja. Falls ihr noch andere Fragen habt, dann schreibt sie mir per E-Mail. Dann werde ich auch vielleicht die Frau Faller per E-Mail kontaktieren. Genau, können wir sie weiterleiten. Okay. Dankeschön. Okay. Bis später. Okay, wir haben fertig gedreht und es hat echt Spaß gemacht, oder Johnny? Ja, es hat schon Spaß gemacht. Wenn du damit spielen kannst. Kleine Kinder. Und da waren wir. So, jetzt gehen wir erstmal nach Hause und ein bisschen zocken. Ciao. Mann, ich will aber auch Autoscooter fahren. Also du wolltest die Chicken Wings oder Chicken McNuggets? Ist egal. Ist egal? Ja. Okay, ja, aber ich habe den Leuten versprochen, dir Chicken Wings zu geben. Aber du zahlst ja selber, okay? Mhm. Auf! Ey, nimmst du es auf! Junge! Mach!
Nimm mich. Mach weg, Alter. Ja, das war meine Reportage. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und jetzt kommen die Extras. Also, nee, nicht jetzt kommen die Extras. Hier. Hier könnt ihr die Extras sehen. Und hier die Takeouts. Und in der Beschreibung steht auch die Adresse, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer vom Wild Kids. Wir sehen uns bei einer nächsten Reportage oder Video und viel Spaß in YouTube. Ja, ich grüße euch, euer Sean.